Hallo liebe Freunde, heute wieder bei mir hier im Airbus Cockpit nach längerer Zeit, um mal wieder etwas zu versuchen, wo ich bisher noch nie war, oder ein Ziel anzufliegen, das ich bisher nicht angeflogen habe, und zwar Rendsburg-Schachtholm. Wird den Süddeutschen nicht viel sagen. Das ist ein Verkehrslandeplatz am Nord-Ostsee-Kanal mit 940 Meter Piste in Südwestausrichtung. Für den Airbus natürlich eigentlich wieder viel zu klein, würde technisch aber gehen. Mit einem nicht allzu schweren Flugzeug geht das, kann man das machen. Ist aber eine Herausforderung und ich kenne den Platz auch nicht gut. Ich war da früher mal mit Geschäftsreiseflugzeugen. Ich glaube, die größte Maschine, die ich da mal hingebracht habe, war eine King A200. Und ist aber auch schon über 20 Jahre her. Ich werde das mal machen. Ich starte hier in Hamburg, wie gewohnt, und werde dann nach Schachtholm fliegen. Das ist so auf der Hälfte der Strecke nach Sylt etwa, wenn man sich das so vorstellen möchte. Der Nord-Ostsee-Kanal geht ja von Brunsbüttel nach Kiel oder Kiel nach Brunsbüttel, je nachdem, in welchem Bundesland man wohnt. Dessen Stadt nennt man immer zuerst. Und liegt dann etwa so auf der Hälfte, so, nicht ganz der Hälfte, so Richtung Kiel orientiert etwas. Direkt am Kanal und ist gut zu finden eigentlich. Wetter müsste heute ganz brauchbar sein, höchstens ein paar kleine Nebelfetzen oder muss ich mir gleich mal angucken. Wir haben so eine klassische, ja, aufkommende Warmfrontlage nach einer Hochdrucklage jetzt im November. Also das ist das Übliche. Sicht ist ganz gut, Wolken sind, wenn sie da sind, niedrig. Sollte mich aber nicht stören. Vielleicht noch mal kurz in eigener Sache. Sie merken, ich mache im Moment recht wenig Videos hier im Web. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwie keine Lust habe oder das Ganze nicht mehr gerne mache. Aber ich habe einfach schlichtweg beruflich so viel zu tun, bin so angespannt, auch durch die Beratungstätigkeit, die ich mache, beziehungsweise die Interimsmandate im Bereich von Geschäftsführung und Top-Management, dass ich dazu schlichtweg nicht komme. Wir nutzen den Simulator im Moment fast ausschließlich noch für Mandatstrainings, also für Trainings von Führungskräften, die in Mandat, wo ich in Mandaten, in festen Mandaten bin. Also dieses Gelegenheitsgeschäft, dieses freie Buchungsgeschäft von Gruppen betreibe ich im Moment gar nicht mehr. Das liegt auch ein bisschen an Covid, an der Covid-Pandemie, die immer so in Wellen wieder über uns hereinbricht. Wir haben uns jetzt entschieden, erstmal bis Mai nächsten Jahres überhaupt keine Gruppen mehr hier zu trainieren, sondern nur noch 1:1 Trainings machen im 2G-Plus-Modell, also geimpft und getestet. Oder eben, was ich auch akzeptiere, sind 3 Impfungen. Ja, das geht auch. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen und hier keine Infektionen noch zu provozieren. Des Weiteren werde ich eins auch nicht mehr machen und das nach auch Kritik, berechtigter Kritik, ist, ich werde keine Flugplätze mehr anfliegen, die technisch für den Airbus hinten und vorne nicht geeignet ist, wie so 600 Meter Pisten in der Karibik oder so etwas, mache ich nicht. Das ist absolut unseriös. Das führt mit großer Wahrscheinlichkeit zum Crash oder zur Landung im Gras irgendwo hinten. Das macht kein Mensch und das ist einfach Spielerei. Spielerei betreibe ich hier nur in Grenzen, sage ich mal. Also sicherlich ist Rendsburg jetzt auch nicht etwas, was man mit dem Airbus anfliegt. Aber sowas ist technisch durchaus machbar. Und für mich muss immer die technische Machbarkeit laut Handbuch möglich sein. Also wenn das nicht mehr im Handbuch darstellbar ist oder ich hier in der Stallspeed rumeiere, dann ist das für mich nicht mehr tragfähig, nicht mehr machbar. Soweit bitte. Und auch darum, um Verständnis und solche Anliegen bitte auch nicht mehr an mich stellen, das kann ich nicht machen, mache ich nicht. Ja, Rendsburg-Schachtholm, ich melde mich gleich, wenn ich auf der Strecke bin, bei Ihnen im Descent und werde Ihnen dann noch ein paar Informationen dazu geben. Bis gleich. So, liebe Freunde, hier bin ich wieder aus dem Cockpit und sinke gerade auf 5000 Fuß. Habe mir hier gerade die Artis angehört und gehe jetzt runter Richtung Rendsburg, wie angekündigt. Ich habe es im Cockpit wieder dunkel gemacht, damit Sie besser rausgucken können. Wir haben 900 Fuß aufgelockert, 10 Grad, Wind südwestlich bis westlich und die Landerichtung ist 2:1 in Rendsburg. Wie gesagt, 940 Meter Piste. Das wird eine sportliche Nummer. Ich bin 60 Tonnen schwer, also auch nicht der leichteste. Ich wollte es ja ein bisschen nicht so ganz einfach machen und fliege jetzt
mal die Trivalenz-Anti-Icing im Anmachen oder ISA-2 haben. Ab ISA plus 5 sollte man das anmachen. Bei der Airline ist das sogar vorgeschrieben, aber ich gucke immer so ein bisschen, habe ich wirklich Eis oder habe ich kein Eis, weil das verbraucht alles Kraftstoff und Energie. Aber Flugsicherheit geht da natürlich vor. So, dann werde ich mich mal wieder der Fliegerei zuwenden hier. Ich bin jetzt im Sinkflug auf 5000 Fuß, stelle um auf QNH 1026. Das ist mein QNH für heute. Mal gucken, ob das so bleibt. Geschwindigkeit ist 250. So, wir sinken mal weiter auf 3000 Fuß. Wir haben es, der Platz liegt jetzt etwa in 18 Meilen in diese Richtung, also im Nordwesten. Wir werden ein kleines Verfahren fliegen. Ich werde mal Radarvektors von Bremen bekommen jetzt, Richtung Ekern, aber wir werden nachher einschwenken. Ich hole mal ein Stück weiter aus, gehe mal auf Kurs 360, weil der Platz taucht jetzt hier auf. Und wir müssen dann auf den Einflugpunkte, Sichteinflüge gehen. Platzrundenhöhe nehme ich die 1100 Fuß, ist auch gleichzeitig meine MDA. Autobrake Medium, also alles, was ich vorwählen kann, an Stärke wähle ich vor. Das lasse ich mal so. Jetzt kommen wir wieder in den Positivbereich rein. Hier mal ausmachen die Engine Anti-Ice. Da droht keine Vereisung mehr. Wir haben 10 Grad Außentemperatur. So, und dann wollen wir mal gucken. Das ist ein reiner Sichtanflug. Sollte der nicht funktionieren, straight ahead 3000 Fuß, zweiter Anflug. Sollte der wiederum nicht funktionieren, straight ahead 3000 Fuß, Alternate Hamburg. So, das Approach Briefing haben wir gemacht. Wir werden straight in Approach machen. Ich kann hier keine enge Platzrunde fliegen. Wie gesagt, Platzrundenhöhe 1100, MDA mit 1100 ebenfalls. So, mal gucken, ob wir ein Wetter hier näher dran haben. Ja, QNH 1025, Drehregeln noch mal runter und korrigieren das hier auch in der Performance. Wind ist geblieben, Temperatur auch. So, dann wollen wir mal gucken jetzt, wie wir das hingebastelt bekommen. Machen schon mal die Nose Lights auf Takeoff. Landing Lights sind angeblieben. Hohen NDB habe ich mit Hotel November 344.0 hier noch drin. Und ansonsten ist Hamburg VOR drin. Der Platz liegt so rund 32 Meilen von Hamburg entfernt. So, wir gehen mal runter auf die Platzrundenhöhe von 1500 erstmal, um den Anflug auch unter den Wolken zu beginnen. Und wenn dann einen geraden Anflug machen, wir sind jetzt gleich quer ab des Platzes und müssten dann auch den NOK überfliegen. Der läuft links von uns. Hier sind so ein paar holsteinische Seen hier. So, wir müssen erstmal sicher unter die Wolken, dass ich was sehe. Bei Cloudbase 900 ist das natürlich ein bisschen höhere Wolkenuntergrenze in weit hier. Hängen ein paar Fetzen. So, ein paar Seen. Autobahn. Und der Platz liegt jetzt direkt links von uns. Hinter uns schon. 2000. So, ich drehe mal ein. Auf Kurs 340. Reduziere mal die Geschwindigkeit auf 210. Speed Management und Höhenmanagement ist alles. Und gehe mal runter auf 1200. Meine Klappen mal gleich bei 230 auf 1 fahren. Und gehe mal runter auf 190 mit der Speed. So, mal die Bereiche etwas anders geschaltet hier. 10 Meilen, 20 Meilen. So.
Ja, das warnt er jetzt, weil ich zu tief fliege, ne? Ja, das machen wir mal aus. 100 above. Ja, an 1200 Fuß bin ich leider nicht aus den Wolken. Das ist nicht gut. Da müssen wir weiter runter. 1000 Fuß. Sehen muss ich ja was. Hier ist keine, hier sind keine Hindernisse, die in der Höhe gefährlich werden. So, ich gehe mal auf Klappe 2. Und 160. Jetzt komme ich raus. Das ist gut. Minimum. Ja, gehe ich mal wieder auf 1100. Ah. Hat keinen Sinn. Muss ich wieder. Na, mal gucken. So, da vorne sehe ich den Kanal. So, 160 Knots. Gehen wir mal auf 155. So, dann werden wir uns mal langsam Richtung Anfluggrundkurs bewegen hier. Kurs 310. So, die Autobahn Rendsburg-Kiel unter uns. Der NOK voraus. Und ein größerer See, ich glaube, das ist der Westensee. Ich weiß es aber nicht genau, aber ich glaube schon. So, NOK liegt hier. Und der Platz liegt links am NOK. So, jetzt übernehme ich mal per Hand. Gehe auf Klappe 3, Geschwindigkeit 145. Minimum. Ja, ich muss mal runter hier auf 900, das hat keinen Sinn. Na, nicht so zackig hier. So. Trotzdem wieder drin in den Wolken hier. Ja, Gear machen wir mal auch schon raus. So, jetzt sind wir sicher drin. Ja, ich habe immer wieder Fetzen leider in sehr niedriger Höhe. Boah, wir gehen mal in den Anflugrundkurs, Full Flaps 140. Das ist wettertechnisch doch nicht. Don't think. Ja, so tiefer runter geht jetzt wirklich nicht. Don't think. Das muss gehen jetzt. Don't think. So, jetzt bin ich safe. 500 über Grund knapp. Tiefer darf ich auch nicht. So, plötzlich links. Ich sehe ihn noch nicht. Don't think. So, Full Flaps, alles ist gut. Don't think. 138, Platz Don't think. Voraus. Don't think. Don't think. Nee, nee, das machen wir auch nicht. Don't think. So. Ja, da waren Wolkenfetzen um die 500 Fuß. Don't think. Ja. Don't think. In einem Endanflug. Don't think. Hier Don't ist, think. Immer am NOK lang. Das passt dann schon. Don't think. Don't think. So, jetzt muss ich langsam mal runter. Noch 5 Meilen. Da ist so. Don't think. Hier ist aber kein Hindernis im Don't Weg. Think. So, jetzt. Don't think. Jetzt schwenke ich mal ein. Ich sehe ihn leider Don't think. Immer noch. Doch, da hinten sehe ich ihn, glaube ich. Don't think. Ja, ich glaube, ich sehe ihn. Don't think. So, ich bin jetzt in der Anfluggrundlinie. Don't think. Hier macht der Kanal einen Knick. Don't think. Don't think. So, ich bin voll konfiguriert. Don't think. Don't think. So müsste jetzt die Piste voraus. Don't think. Ich sehe ihn aber nicht sicher. Ich sehe den Don't Platz think. Nicht sicher. Nur die Autobahn sehe ich sicher. Don't think. Doch, ich glaube, jetzt habe ich ihn. Don't think. Don't think. Don't think. 2,5 Meilen. So. Don't think. Ich
Marmelade. Don't think. Piste sehe ich, glaube ich, dort. So, alles konfiguriert, alles gut. Don't think. Hier ist auch nichts im Weg. Don't think. Don't think. Da ist sie. Don't think. Da ist die Piste. Don't think. Oder ist sie da nicht? Ich weiß es nicht. Don't think. Ja, da ich hier noch nie war, ist das nicht so einfach. Doch, da ist sie. Ich sehe sie. Da ist sie. Don't think. So, da ist sie. Don't think. Don't think. Don't think. So, Piste in Sicht. Retard. So, Umkehrschub und bremsen. Umkehrschub aus. Ja, sehen Sie, 940 Meter kommt man mit hin. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt, den Flugplatz zu finden. Und ich habe ein bisschen Probleme mit dem Wetter gehabt, mehr als ich dachte eigentlich. Wir hatten also keine 900 Fuß Untergrenzen, wir hatten 500. Das passiert aber hier in Kanalnähe häufig. Das kenne ich aus der Seefahrt, da hatten wir auch plötzlich mal Nebel. Ich bin ja viel Kanal gefahren, auch in meinen ersten Berufsjahren. Eben viel bei der Bundesmarine und in der gewerblichen Seefahrt dann. Und in NOK weiß ich nicht, wie oft ich da durchgefahren bin, 100 Mal reicht nicht. Und da hatte ich halt immer wieder das Problem, dass wir mal unberechenbares Wetter hatten. Ne? So, das ist der kleine Flugverkehrslandeplatz Rendsburg-Schachtholm hier. Und jetzt stelle ich mal ab. Haben sie ganz gut vom Grundlayout hinbekommen. So, stellen wir mal hier ab. Mit Blick auf das Wasser. So. Wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, haben Sie gesehen, kann man machen, muss man schön ruhig bleiben. Ich wusste, dass hier keine Hindernisse über 200 Fuß sind, auch keine Leitung und keine Masten. Das habe ich mir vorher natürlich angeguckt. Ich mache mal wieder ein bisschen Licht. Wichtig ist bei so einem Anflug, bestehe ich auf Sicht. Ja, ich fliege lieber sehr tief und habe Sicht, als wenn ich jetzt in den Wolken rumeiere da. Bei so einem nicht verfahrensgesteuerten Anflug, wo ich also weder überhaupt keine Instrumentenhilfe habe, sondern nur eine Orientierungshilfe mit Instrumenten. Und da muss man das Flugzeug sicher beherrschen, sich ranpassen an die Sache, dass man sicher wolkenfrei bleibt. Das war ich hier leider erst so bei 500 Fuß, knapp darunter sogar erst. Also IFA-regelmäßig war das nicht mehr möglich eigentlich. Aber ich habe gemacht, habe es gesagt, machst du mal, weil es ist aufgelockert, nicht? Also ich war nicht kontinuierlich drin. Immer nur so phasenweise. Ja, vom Wetter her also nicht so ganz einfach. Technisch machbar, aber die Landung war safe. Wichtig ist da dann wirklich das Flugzeug so langsam wie möglich fliegen, aber noch auf der sicheren Seite. Das war jetzt so 128, 127 war so die Grenze. Knoten und die Warnings habe ich mir dann zum Schluss mal ausgemacht, weil die gehen einem dann auf den Senkel. Ich weiß ja, ich sehe ja alles und die sind ja auch nicht für solche Zwecke gemacht. Die sind ja dafür gemacht, dass man im Instrumentenlandeanflug ist und irgendwie falsch fliegt, der so nicht bewusst sowas macht. Die kann man dann auch ausmachen, dafür sind die Knöpfe halt. Und Ruhe bewahren. Ich habe mir auch klar gesagt, siehst du den Platz jetzt anderthalb, zwei Meilen nicht sicher oder die Piste nicht sicher, startest du durch. Wäre ja ohne Probleme möglich gewesen. Wichtig ist, die Maschine rechtzeitig zu konfigurieren, also nicht irgendwie jetzt da zum Schluss Fahrwerk klappen, sondern Speed und alles muss stimmen. Ja? Fahrwerk muss draußen sein, Klappen müssen draußen sein, dann klappt das auch prima. Ich hoffe, es hat Ihnen mal wieder Spaß gemacht.
Ich weiß nicht, wann ich wieder dazu komme. Ich hoffe, vor Weihnachten nochmal einen kleinen Clip zu drehen. Denke ich mir, wäre was Schönes aus. Zwischendurch werde ich Ihnen noch einen Clip zum Crew Resource Management und zu meinen Erfahrungen damit sagen und auch zu Verhalten von Führungskräften. Das wird jetzt auch noch kommen. Mache ich heute auch noch fertig. Ich freue mich auf Sie, aufs nächste Mal und sage bis dann. Tschüss.